Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge. Ja, ich werde hier gerade so ein bisschen zum Let's Play und ich muss sagen, es macht wirklich Bock. Ich hoffe euch auch. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr bis jetzt von dem Game haltet. Vielleicht hat es der eine oder andere sicher gestern schon gegönnt. Ich, wie gesagt, finde, es ist ein sehr angenehmes Game. Ist jetzt nicht, erfinde das Rad jetzt nicht völlig neu, ne? Oder nicht übertreiben. Ach, Mann. Da muss ich wieder rüberrennen. Die können ihn halt nicht killen. Und deswegen verliere ich dann eine Zeit lang wertvolle Nahrung. Immer ärgerlich. Aber passiert halt. Die haben da in der Zeit nichts zu tun. Ich könnte jetzt hier runterschicken zu Dorfbewohnern machen, aber wissen alle, das ist wahrscheinlich nicht worth. Weitere Dorfbewohner. Tja, Brauerei wäre eine Option. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich hier jetzt erstmal einen Turm baue. Oh, für das habe ich gerade kein Gold, aber bald. Bessere Einheiten. Ich gehe erstmal auf Handel, beides Segen. Ja, wobei, ich könnte mir gerade halt auch leisten, auf was anderes zu gehen. Aber machen wir mal beides Segen. So. Die beiden können dann wieder da hoch. Und die Fischerhütte wieder übernehmen. Der Berserker ist halt super strong und ist halt echt angenehm, den relativ früh zu haben. Ja, das ist echt wichtig. Wenn ich das habe, dann trenne ich den halt davon ab, weil das hier kann niemand am Anfang einnehmen. Das ist quasi, wenn du das hast, hast du auch instant den Win. Das alleine wahrscheinlich schon bedeutet, dass es relativ strong ist. So, und der soll hier einen Turm bauen. Diese Türme sind relativ hilfreich, weil sie halt einfach den Gegner beschäftigen, bis deine Truppen da sind. Die können ihn alleine meistens nicht komplett zurückhalten, aber es reicht halt eben, um strong genug zu werden. So, meine Truppen. Ach, ja, mein Berserker ist natürlich gerade völlig woanders. Na, ist kein Problem. Ich hätte ihn auch durch das feindliche Gebiet durchschicken können, aber das ist immer ein bisschen aufwendiger. So, gleich sollte ich mit den... What the fuck? Oh. Na gut, komm. Ich habe die Portale vergessen. Und die Portale wären sehr wichtig gewesen. Ach, wobei, ich warte auf den Berserker. Kommt da schon. Ja. Ist halt einfach immer die Einheit, die es tanken sollte, weil sie es einfach kann. Und es dir halt einfach leichter macht, im Kampf danach auch keine Truppen zu verlieren. Er ist fast bei Gebiet verloren und in der Zeit rennt der da oben rein. Also KI ist halt schon manchmal ein Arsch. Aber verhindert natürlich, dass ich das dann fighten muss. Plus, der ist jetzt angeschlagen. Das heißt, ich kann im besten Fall... Eigentlich würde ich gerne den Nastic da haben. Geil. Und jetzt kann ich seine Special Einheit killen. Nice. Ist ziemlich teuer, die wieder zu holen. Das heißt, das ist gerade ein ziemlich wichtiger Sieg gewesen. Plus, ich kriege jetzt den Ruhm. Und sollte dadurch in der Lage sein, hier gleich direkt noch nachlegen zu können. Ich werde hier jetzt auch einen Turm bauen. Einfach, um halt die Front so ein Stück weit zu sichern. Kann jetzt gleich, dadurch, dass der jetzt seine Special-Fähigkeit hat... Ah ne, bei 500 kriege ich die. Aber ich habe auch so super viel Nahrung gerade. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel Nahrung habe. Naja, ich beschwöre mich nicht. Wie viele Wölfe sind da drin? 3. Ihr könnt aber auf das Gebiet klicken, um das anzugucken. So, und wenn ich das hier besiede, die Dinger geben halt Ruhm, wenn man sie kriegt, bin ich fast bei 500. Meine Herrschaft schaltet man halt eben dann erst frei und dann kann ich eins ohne Nahrung zu investieren übernehmen. So viel super übel unattraktiv. Ach, jetzt habe ich sogar schon bekommen, weil ich auch noch das Gebiet angenommen habe und es gibt auch noch Ruhm. Geil. Tja, hier ist der nächste Gegner. Ja, der will jetzt verhindern, dass ich das Gebäude baue. Macht ja auch Sinn. Ist für mich allerdings natürlich trotzdem erstmal nervig. Vor allem, weil diese Kämpfe der Gebiete halt auch immer relativ witzig sind, weil sie sind aber sehr dadurch... Also du rennst selten in ein anderes Gebiet rein, weil da meistens halt auch irgendein Turm ist oder so. Aber dadurch, dass er gerade seine Spezialeinheit verloren hat, mach ich das sogar, ne? Der hat schon 3 normale Krieger, das heißt, der hat schon mehr als eine Kaserne gebaut, weil diese Kaserne erhöhen halt eben dein Cap an Einheiten hier oben, das bei mir ja 2 von 2 ist. Sehr cool. Sehr, sehr gut. Oh, jetzt Winter. Aber das ist nicht schlimm. Ich nehme halt jetzt eben dieses Gebiet hier ein. Ich werde Krieger in der Zeit rausschicken, damit der in der Zeit nicht in Gefahr läuft, gekillt zu werden. Und er erhält halt eben nur auf eigenem Gebiet. Wobei das Gebiet mir auch bald gehören wird. So. Muss bald mein Speerlager upgraden, damit ich eben halt hier auch die Gegner erforschen kann. Bei einem Gebiet, was du nicht siehst, kannst du halt nicht reinrennen. Und das macht es dann halt manchmal schon deutlich schwerer. Links war irgendwo noch ertragreiches Land, ne? Da. Oh. Okay, eigentlich sollte ich meine Truppen jetzt darüber ziehen. Aber ich muss das hier gerade noch kurz einnehmen. Ja, und dann müsste ich eigentlich mit dem Dorfbewohner, den ich hier habe,
hier noch einen Turm bauen, aber das kann ich gerade nicht, weil ich nicht genug Holz habe. Also ich hätte genug Holz, das zu bauen. Aber das wäre dann halt ein Schuss in den Ofen. Jetzt benutze ich Herrschaft, kann das Gebiet dadurch for free quasi besiedeln. Wir müssen jetzt gucken, dass der hier nicht hier rüber rennt und das auch übernimmt, weil ich will dieses ertragreiche Land dahinter haben. Ist jetzt nicht das beste Gebiet, vielleicht war es ein Fehler, das da zu bauen. Aber dadurch, dass ich gerade so viele Leute frei habe, werde ich noch eine zweites Holzförderlager bauen. Schönes Timing, kommen genau pünktlich. Weiß nicht, habe ich da jetzt schon einen hingeschickt, um das zu bauen? Nee. So, die laufen da hoch und helfen mir dadurch. Und ich muss jetzt hier gucken, dass dieses Gebiet nicht in fremde Hände fällt. 350 Nahrung zum Ausbauen ist ja gerade echt eine teure Nummer. Oh, der hat es verloren an die. Das ist ja witzig. Das heißt, das könnte ich auch übernehmen. Ja, nett, nett, nett. Gehen jetzt auf Militärstratege. Dadurch macht das... ja, doch, Militärstratege. Das andere würde mich heilen, wenn ich Gebiete übernehme. Aber das ist gerade, glaube ich, nicht worth. Ich muss jetzt hier kurz gucken, dass dieses Holzförderlager endlich fertig wird. Weil Holz ist halt jetzt gerade auch das Problem. Ich würde den Winter halt nicht überleben. Wobei nicht überleben in dem Fall nicht bedeutet, dass man komplett down ist oder so. Ah, ich kann da nicht reinrennen, weil mir kein anliegendes Gebiet gehört. Ah, jetzt kommt da noch ein Wolf. Alter, der Typ wird halt wirklich durchgeknechtet. So, mein Speer hat sich wieder verletzt. Bedeutet, werde wieder zu einem normalen Bürger. Und hier die beiden müssen jetzt Holz bauen. Jetzt habe ich minus 6, dadurch frieren die. Aber jetzt habe ich plus 4 und das hat sich sehr schnell wieder gelegt. Wenn die frieren und so, dann produzieren die in der Zeit deutlich weniger. Ich muss mir jetzt das Gebiet hier holen, damit ich sein Gebiet direkt daneben übernehmen kann. Oder zumindest reinlaufen kann, verhindern kann, dass er es wieder übernimmt. Weil er verliert es halt gerade total. Oh, absolut total verlieren. Fast meinen Krieger verloren. Das ist super ärgerlich. Aber ich habe es überlebt. Alles gut. So. Ah, der hat das jetzt wieder eingenommen, ne? Ich werde jetzt rüber, ja. Das macht natürlich Beef mit dem, mit der KI, aber die KI ist gerade stark geschwächt. Haben jetzt beide Male ziemlich Glück, muss ich sagen. Das in beiden Fällen die okay, krass. Okay. Ihr müsst da runterrennen. Aber das sind so Seeangriffe, die manchmal passieren. Die sind super ätzend, weil sie halt so random sind. Kann in der Zeit trotzdem das Gebiet hier schon mal besiedeln. Wann ist Herrschaft wieder ready? Relativ spät erst. Muss gucken, dass ich das nicht verliere, aber es ist ein wichtiges Gebiet für mich. Gott sei Dank habe ich schnell genug reagiert und deswegen den kaum was verloren. Ich muss jetzt hier meinen Dorfbewohner kurz sein. Normalerweise kann mein Berserker das quasi alleine dürfen. Aber dadurch, dass er so angekratzt ist, ist es gerade schwerer. Fucking hell. Okay. Ätzende Situation, weil ich an mehreren Fronten gleichzeitig angegriffen werde. Aber das passiert. So, der hat hier aber immer noch keinen Turm gebaut. Solange da kein Turm steht, komme ich da noch klar. So. Jetzt muss ich hier wieder das Gebiet erobern. Es ist halt relativ kurzweilig, habe ich auf Twitter geschrieben. Und viele meinten, ey, warum? Oder ihr merkt warum, ne? Ich habe hier die ganze Zeit was zu tun. Das ist quasi der Begriff, warum ich auf kurzweilig komme. Jetzt werde ich da oben wieder angegriffen. Das heißt, ich muss da schnell hinlaufen. Muss verhindern, dass er hier einen Turm baut. Wenn er einen Turm da hat, ist es für mich ärgerlich. Ja, kann jetzt hier wieder den töten. Die Sumpfgebiete einzunehmen ist halt ziemlich useless. Jetzt habe ich zu viele Verletzte. Achso, mein Dorfbewohner chillt hier noch die ganze Zeit, weil ich überlegt hatte, hier einen Turm zu bauen. Stattdessen werde ich erstmal hier einen Turm bauen. Weil das hier ist ein wichtiges Gebiet für mich. Weil hier wird sehr viel Nahrung produziert. Und es wurde ja auch schon mehrfach angegriffen, weil die KI ja auch nicht dumm ist. Die KI ist wirklich nicht dumm. Tja. Ich peppe jetzt erstmal meinen Brauer auf. Achso. Ja, der ist gar nicht da. Ah, das erklärt, warum die Leute so unzufrieden sind. Aber den Brauer peppe ich auf, weil er dann auch wieder für mehr Zufriedenheit sorgt. So, kriege ich das wieder in den Griff oder muss ich da noch mehr investieren? Nee, kriege ich wieder in den Griff, geil. Und danach 10. Wir haben jetzt auch nicht mehr zu viele Verletzte. So, ich brauche ein weiteres Haus. Ein Haus würde ich dann eher hier in das Gebiet bauen, weil ich dadurch eben den Vorteil habe, dass ich relativ simpel in der Lage bin, Leute wieder zu Dorfbewohnern zu machen. Oh, jetzt baut er da hinten den Turm.
Das heißt, es ist genau mein Moment anzugreifen. Genau wie die KI das jetzt gemacht hat. Weil ein Turm ist am Anfang halt doch eine sehr, sehr starke Einheit. Ich muss da jetzt hinlaufen, um den anzugreifen. Ah, da ist schon der nächste Angriff von den Freimäutern, Beutern, Läutern. So, jetzt muss ich nur mit dem Berserker zurück. Der kann das halt normalerweise selber clearen. Zumindest mit der Hilfe von den Dorfbewohnern. Ich muss gerade gucken, ob ich einen verloren. Ja, ich habe einen verloren. Kacke, ja. Da war ich nicht schnell genug. Zwei Käfer auf einmal sind halt immer eine Belastung. Leg jetzt meinen Held und meine anderen Einheiten auf zwei verschiedene Slots. Der heilt jetzt auch nicht, weil mein Heillager ausgerichtet natürlich da drin ist. Gebäude kann man übrigens nicht direkt zerstören, aber wenn man das Gebiet übernimmt, dann fangen die Gebäude automatisch an zu brennen. Muss jetzt gucken. Wahrscheinlich muss ich mich hier zurückziehen. Die Dorfbewohner müssen jetzt hier helfen. Mein Schaf dazu zu ziehen war jetzt die smarteste Idee. Ich muss den jetzt kurz ein rausziehen, damit da nichts schief geht. So, und jetzt können die Leute wieder ihren verdammten Job machen. Die Heiler laufen für gewöhnlich einen Ticken zu weit weg. Das ist auch jetzt wieder der Fall. Aber ich hau noch einen zweiten Dorfbewohner dazu. Der muss jetzt, ich muss den quasi in das Gebiet schicken, damit der rafft, dass er da was machen kann. Ja, ich werde den Turm da jetzt wohl doch nicht verhindern können. Aber ich muss zumindest das hier einnehmen. Das ist ziemlich wichtig, weil darüber halt nochmal Nahrung produziert wird. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass da keiner reinläuft. Mein Berserker ist ziemlich angehauen. Meine Heilerhütte ist jetzt wieder voll, aber hier ist ja gerade auch fast jeder krank. Ich mache erst den Heiler wieder gesund, weil dann heilt der Heiler mehr. Ne? Ich könnte jetzt ein Fest mal organisieren, andererseits brauche ich halt das auch dafür. Die Herrschaft ist relativ bald wieder ready, aber halt nicht bald genug. Er hat jetzt auch noch da eine Heilerhütte hingebaut. Also das Gebiet ist sehr attraktiv und ich muss es mir relativ bald sichern. Aber jetzt kann ich es gerade noch nicht. Und ich muss jetzt gleich gucken, dass ich meine Leute hier genug heile. Mein Berserker vor allem, damit ich hier wieder in der Lage bin, aktiv zu werden. Oh, hier sind zwei Wölfe drin. Das ist ganz angenehm. Weil darüber kriege ich ja nochmal Nahrung, um das Gebiet einzunehmen. Ich werde jetzt mit dem Krieger zuerst reinrennen. Kann sein, dass der mich bei dem Übernahme von dem Gebiet nerven will, aber wenn ein Gebiet noch nie von irgendwen übernommen wurde, dann ist es immer relativ schwer für irgendwen da einen Fort einzulegen, weil es sehr, sehr schnell geht. Ja, ihr seht das. Das ist normalerweise halt nicht ganz so fix der Fall. Ich muss jetzt gerade gucken, dass ich das hier alles hinkriege, wie geplant. So, jetzt greift er hier an. Das war genau die Befürchtung. Aber deswegen hält halt der Turm hält halt jetzt relativ lange ab. Plus, ich kann jetzt hier ein Feld bauen. Ich muss jetzt gucken, dass ich keinen Arbeiter benutze, der aktuell schon irgendwo gebraucht wird. Auch hier baue ich erstmal einen Turm. Der Turm ist super wichtig. Dann baut er da noch ein Silo. So, der braucht halt jetzt sehr lange hin. Aber wie ihr seht, hat der Turm alleine schon zwei Einheiten abgewehrt. Mit ein bisschen Glück flüchtet er jetzt von meiner Spezialeinheit. Türme kann man übrigens sofort angreifen. Damit. Ärgerlich. Aber nicht so wild. Das Gebäude ist voll. Der läuft nach da oben. Baut mir da einen neuen Verteidigungsturm. Aber genau deswegen sind die Dinger halt eben worth. Haben wir schon sehr viele Ländereien hier. Relativ früh im Spiel. Der Dorfbewohner rennt nach da oben. Weil der da gebraucht wird, um das Feld abzubauen. Was machst du? Warum bist du kein Fischer? Okay, fliehen. Scheiße. So was passiert halt schon mal. Aber es ist natürlich trotzdem super ärgerlich. Ich habe jetzt meine Spezialeinheit quasi nochmal geupgradet. Muss jetzt sofort noch einen Krieger nachbauen. Oh, hoffentlich kommt er durch. Er hat einen Axtwerfer. Axtwerfer sind relativ unangenehm. Weil die Damage machen, auch wenn du wegläufst. Weil halt normalerweise relativ schnell Schicht im Schacht ist. Bauen wir das Silo, bevor du da reingehst. Und ich greife jetzt schon mal an. Sollte eigentlich klar gehen. Bevor mein nächster Krieger wieder dazu kommt. Die Fights sind immer mit relativ wenig Truppen. Was ist aber, was für mich allerdings auch ein bisschen den Charme ausmacht, muss ich sagen. Weil man halt selten diese Situation hat, wo man 100 gegen 100 fightet. Und es generell sehr unüblich wird. Jetzt hat der auch seine Spezialeinheit wieder. Ist den wahrscheinlich auch zwischendurch mal verreckt. Tja. Die Frage ist auch, was sich hier hinter verbirgt, weil das könnte nochmal interessant sein. Auch hier sollte ich wahrscheinlich noch einen Turm bauen. Ja, ich habe einen Zivilisten in der Nähe. Oh, wir haben Kontrolle über ein Gebiet verloren.
Stimmt. Dahinter war ja noch eins, was mir gehörte. Da ist gerade noch ein Wolf, das heißt, die KI wird das nicht sofort einnehmen. Das ist ganz hilfreich. So, jetzt kann der da anfangen, ein vernünftiger Mensch zu werden. Und mir Nahrung zu verschaffen. Ich frage mich, was hier hinter ist. Ich mache ein Wolfscamp aus. Yep. Free money. Free food, actually. Alter. 6 Wölfe. Das ist relativ selten. Hatte die jetzt nicht mehr dabei. Der wird wahrscheinlich. Ich muss die jetzt kurz auf hier behalten, weil es relativ wahrscheinlich ist, dass ich angegriffen werde, während ich da den Turm baue. Ich habe übel viel gerade von Gold. Das heißt, ich kann hier noch Leute upgraden. Das heißt, ich upgrade meine Holzfäller. Und meine Bauern. Nochmal für die extra Nahrung. Ja. Und vielleicht noch meine Heiler. Aber wobei, da muss ich mir noch überlegen, ob ich nicht vielleicht besser in die Krieger investiere. Warte jetzt hier, bis das Ding fertig ist. Solange der sieht, dass ich da auch Truppen habe, ist er natürlich auch weniger geil darauf, da währenddessen anzugreifen. Und renne jetzt hier runter und kill die Wölfe. Vor allem habe ich auch wieder einmal Herrschaft ab. Also einmal kann ich wieder ein Gebiet einnehmen, ohne dass es ein Problem ist. Und ohne, dass es Nahrung kostet. Und das sollte man immer relativ versuchen auf Güter und zu halten. Das Ding hilft mir jetzt nicht so mega, weil die 30 Ruhm jetzt nicht mehr entscheidend sind. Dadurch, dass ich eben das schon eingenommen habe, aber es ist halt trotzdem ein Vorteil. So, was mache ich mit dem? Tricky? Ich werte hier die Fischerhütte auf und hau den noch dazu. Dadurch habe ich eine relativ simple Verwendung für ihn gefunden. So, das sollte ich hier auch mal upgraden. Oh, das hier ist nochmal was ganz Besonderes. Allerdings brauche ich dafür nicht alle wieder. Sondern die Krieger können hier bleiben. Mein Berserker ist auch ein bisschen schneller. Das hier ist eine Valkyrie. Die Valkyrien sind nur auf diesen Sachen, womit du die Map gewinnen kannst, wenn du es gehörst. Wenn es dir gehört. Das ist sehr, sehr special. Ja, das Gebiet hier habe ich verloren, aber ich glaube, es ist nicht so wild, weil es halt einfach kein Special-Dashel-Gebiet ist. Ich werde den hier nutzen, um hier das Eisen abzubauen, was da ist. Der Berserker kam jetzt dazu. Actually werde ich den erst nutzen, um das zu reparieren. Ich wachse immer noch, das ist gut. Und ich glaube, ich sollte noch mehr Truppen bauen. Oh. Oh, wow, wow, wow. Warum habe ich gerade kein Holz mehr? Holzfällerhütte. Holzfällerhütte. Okay. Ach, weil Schneesturm ist. Fuck. Da habe ich nicht drauf geachtet. Oh, das ist ein Problem. Oh, das heißt, meine Leute werden frieren im Grunde. Okay. Da kommt die nächste Valkyrie. Das ist schon relativ unlucky, dass zwei davon kommen. Aua, ey. Fuck, dann hätte ich das auch gar nicht dafür benutzen dürfen. Ja, jetzt habe ich ein neues Problem. Ich kann das hier aber abreißen. Dann habe ich nochmal 50 Holz. Ich habe es halt nicht bemerkt, dass es ein Problem ist. Habe ich hier oben noch irgendwas, was ich abreißen kann? Nee, ne? Dammit, im Schneesturm verbrauchst du halt einfach 1000-mal mehr, als du sonst verbrauchst. Und das ist halt durchaus mal ein Problem. Ich kann mal hier reinschicken, wahrscheinlich kann er hier nämlich einfach Sachen abbauen. Ja. Uff, das ist... Ich meine, der Schneesturm hält nicht mehr so lange, aber es ist schon relativ ungemütlich. Möchte ich sagen. So, die Ruine kann ich hier nicht mehr einnehmen. Wie geht's meinen Speer? Relativ gut gerade. Alter, du verarschst mich doch. Was ist denn mit dem Gebiet los? Jetzt haben wir den Kragur hier. Ja, unser Hoheitsgebiet steht unter Beschuss. Aber ich habe nochmal ein extra Schaf. Das kann ich hier hinbringen. Um auch nochmal die Holz... Aber jetzt seht ihr, ne, ich hungere. Die Leute sind übel unzufrieden. Die Leute werden krank. Das heißt, wir müssen jetzt... Wir haben Hunger, wir frieren, wir sind krank. Ja, die Leute werden dann krank und sterben im schlimmsten Fall. Dadurch, dass ich allerdings die ganze Zeit schon zwei Heiler habe, ist das Risiko ein bisschen geringer als sonst. Wow, eklig. So, jetzt ist der Winter vorbei, aber alle sind auch unzufrieden. Aber das geht relativ schnell wieder hoch. Die krank sind, kann man halt nicht komplett gesund heilen. So, was machst du jetzt? Achso, du solltest eigentlich... Ja. Oh, ich habe noch ein Schaf. Hier ist ein Schaf. Das ist ein Schaf, hier ist kein Schaf. Wieder aufpassen. Fuck, wieder eine Einheit verloren. Wieder den Berserker hinschicken. Ab dem Moment, wo der geupgradet ist, kann er das super easy alleine. Den habe ich verloren. Was habe ich hier? Wieder ein Heiler. Ach, keine Ahnung, die Heiler sind einfach zu nett. So, der Händler. Die werden jetzt erstmal Dorfbewohner, damit die in der Zeit irgendwas Sinnvolles machen. Und der baut mir jetzt hier eben Bergwerk. Während mein Champ unterwegs ist.
Achso, hier oben wollte ich ein weiteres Kriegsding bauen, ne? Ja, ich muss jetzt kurz die Lage wieder in den Griff kriegen. Ich mache die ganze Zeit Minus von den Crones her, aber das ist nicht so schlimm. Vielleicht sollte ich den doch mal dazu holen. Weil es sieht nicht so aus, als könnte er das gerade regeln. Aber die können das auch nicht regeln. Die können das regeln. Die müssen einfach nur tanken. Oh ja, mein Schaf vielleicht nicht. So. So, jetzt habe ich das hier mit der Hilfe meiner Dorfbewohner quasi geklärt. Muss jetzt wieder einen neuen Heiler bestimmen, noch einen neuen Heiler bestimmen. Und glaube ich noch Zivilisten. Du machst mir Gold. Mach halt gerade so viel Minus an Gold, weil ich das Ding hier nicht besetzt habe. So, eigentlich müssen die jetzt erstmal den Heiler heilen. Ich glaube, ich sollte das auch aufwerten. Oh, ich habe gerade nicht genug Steine. Ah, hier hinten habe ich ein großes Steincamp. Das heißt, der macht vielleicht doch erstmal Steine. Werkzeug verbessern ist die Frage. Das ist gerade das Hauptproblem. Und nicht. Ah, doch, ich kann die Heiler upgraden. So. Hier ist die Lage relativ ruhig und ich habe diese drei Türme. Ich habe eine klare Front, das ist immer sehr angenehm. Oh, ah, okay, der hat jetzt auch den Sumpf übernommen. Mann. Das ist gerade ärgerlich, weil die können das zwar natürlich easy alleine besiegen, aber ich will nicht, dass die Leben verlieren. Das heißt, ich kite den jetzt einfach wo die Krieger dazu und schwuppdiwupp läuft das wieder. Zack, der soll da reingehen. Dadurch baut er die Steine ab. Jetzt habe ich hier noch einen Zivilisten und der baut mir hier bitte mal... Ja, was brauchen wir? Axtwerfer wäre besser zur Verteidigung. Schildklappen sind am besten für den Angriff, weil die Türme besser ab können. Alter, du verarschst mich doch nicht schon wieder, Alter. Oh. Oh, das war jetzt richtig schlecht gespielt von mir. Scheiße. Habt ihr jetzt relativ viel verloren? Und mein Gegner nutzt das eiskalt aus. Wo sind meine Krieger? Hä? Achso, ihr steht direkt daneben, aber hattet keinen Bock einzugreifen, oder wie darf ich das verstehen? Ich muss jetzt leider auch gerade meinen Berserker braggen lassen. Der zieht übrigens die Special-Einheiten im entscheidenden Moment auch immer raus, weil die halt so teuer sind, dass er nicht will, dass sie sterben. Und die Special-Einheiten sind relativ cool, wo es abfahren geht. Oh, nice. Nice. Dadurch habe ich das wieder übernommen. Boah, es ist halt ein Pain in the Ass gerade, ey. Okay. Machen wir auf jeden Fall nochmal ein Festmahl. Ich brauche halt dringend hier Rekrutierung, dass ich mehr, Zivilisten kriege, also Dorfbewohner. Aber das ist halt gerade schon ein relativ großes Problem. Eieieiei. Kein leichtes Game. Am Anfang lief es super gut, aber jetzt dadurch, dass ich eben da unten die drei oder vier Dorfbewohner auf Dauer verloren habe, vielleicht sollte ich hier tatsächlich auch noch ein... auf Dauer noch ein Turm hin machen. Ja. Ist wahrscheinlich das Beste. Jetzt habe ich Rekrutierung. Kann mir jetzt hier auch nochmal was holen. Steine und Eisen sind nicht mein Problem. Nahrungsverbrauch zu verringern ist hingegen immer angenehm. So, das wollte ich upgraden. Das habe ich schon geupgradet. Das will ich noch upgraden. So, jetzt habe ich einen Dorfbewohner. Bau mir hier meinen scheiß Turm hin, Alter. Das wird ihn leider auch nicht aufhalten, aber es verhindert zumindest, dass die Akku auch so scheiße sich verteilt. Kannst du Handelsrute aufbauen. Machen wir mit Holz, weil ich Holz mehr habe. Aber dadurch kriege ich nochmal extra Gold und das ist... Oh, ich habe nicht auf Eröffnung. Dadurch gleiche ich das Defizit, was ich habe, aus. Weil hier ist gerade halt nur einer drin, weil der andere ist gestorben. So, der hat hier nochmal das Ding gebaut. Jetzt Frage, wo brauche ich noch einen Turm? Ne, ich habe eigentlich überall einen Turm, wo ich ihn brauche. Ja. Again? You gotta be kidding me, Alter. Ah, so oft habe ich das noch nie erlebt. Also irgendwer hat hier auf jeden Fall richtig Bock auf meinen Arsch. Oh, der Turm war fast fertig, ey.
sind halt wieder diese Söldner. Schick den Dorfbewohner mal ein bisschen weg, damit der gleich nicht die Akku zieht, wenn ich die wieder reinschicke. Das habe ich ja eben gesplayt. So, Silos, aber meine Nahrung wird gesichert durch die Silos. Also du brauchst Silos quasi gegen die Rattenplage, aber ich baue eh meistens Silos. Aber Jäger sind übrigens für die Kämpfe von den Soldaten, von den Bauern eher die besten, weil die obviously mit Feind schießen können. Ah, oh, das ist eine echte Pain in the ass, Alter. So, habe ich jetzt hier wieder zwei Heiler, ja, aber es ist halt gerade fast alles verletzt. Das ist wirklich insane. So, meine Krieger lege ich jetzt mal auf die 2, meinen Shitknappen auf die 3, meinen Berserker auf die 1. Ich habe jetzt wieder ein freies Gebiet einnehmen. Das sollte ich auch in naher Zukunft tun. Vielleicht möchte ich doch alle auf die 1, den auf die 4. Das heißt, ich nehme jetzt hier eins ein. Ich muss aufpassen. Problem ist, die haben Bogenschützen. Oder, nee, keine Bogenschützen, aber Fernkampfeinheiten. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich kann den nicht so kurzfristig rausziehen, wie ich es sonst mache. Aber mache jetzt hier Herrschaft. So, der hat das gemacht. Dann wird er zum Speer. So, hä? Keine leichte Geburt aktuell. Zack, und dadurch, dass er zum Speer wird, kann er jetzt hier die Ruine erforschen. Und ich habe nochmal ein Gebiet mehr. Und es sieht schöner auf der Karte aus. Hier unten das werde ich jetzt auch noch einnehmen. 470 kostet mittlerweile. Das ist halt nicht teuer. Aber es ist auch okay. Dadurch, dass er Gemeindehaus abgeupgradet hat, 20% plus durch die Forschung nochmal 30. Das ist relativ fast mittlerweile. Aber es muss es auch sein in der Phase des Games. Ich werde jetzt hier diesen Runenstein nochmal benutzen. Die sind relativ gut. Da hatte ich einen oben links ja auch verloren, aber das war jetzt nicht so schlimm. Ach so, ja, schon mein letzter Zivilist. Das heißt, jetzt muss ich so ein bisschen überlegen, wie ich vorgehen will. Das Gebiet hier ist schlecht bewacht, der hat keinen Turm, aber es ist ein Sumpf. Relativ unattraktiv einzunehmen. Wäre halt nur wegen der strategischen Lage interessant. Aber ansonsten halt relativ unbedeutend. Das hier wäre interessanter. Oder auch das hier, aber das sehe ich halt noch nicht. Und gleich kriege ich hierüber nochmal was Neues. Die Ruinen, das ist gut. Und meine Heiler, die heilen sich halt gerade hier den Ast ab. Aber ich glaube, ich gehe von der Reihenfolge ein bisschen anders vor. Zack. Muss meine Truppen wieder darüber ziehen, weil er wieder angreift. Aber wie gesagt, so ein Turm hält die halt eine gewisse Zeit ab. Was immer sehr angenehm ist. Ich habe jetzt wieder... Jetzt werde ich auch noch hier unten angegriffen. Okay, das heißt, mein Berserker kann doch nicht darüber, sondern der muss da runter. Und den Schildknappen schicke ich mit. Und meine zwei Krieger können das hier alleine regeln. Er zieht sie natürlich jetzt wieder zurück. Frage, wie er ist. So, du baust mir hier oben einfach mal ein Haus hin. Einziger Sinn von diesem Haus ist, dass ich in der Lage bin... Ach, Mann, Gott, das ist halt wirklich gerade ätzend. Ich muss denn jetzt hier wieder mit ein paar Arbeitern helfen. Achso, mein Schildknapp ist also geistlos und behindert. So, es ist halt ein ewiger Kampf. Es ist jetzt kein Bergarbeiter mehr. Ich baue da nur ein Haus hin, damit ich den immer wieder zu einem Dorfbewohner machen kann, wenn ich ihn dafür brauche. Jetzt habe ich hier noch einen Brauer, der muss wieder da hin. Aber weißt du was? Nee, du bist erstmal bist du ein Arbeiter. Ja, jetzt haben wir wieder zu viele Verletzte. Der baut da auch einen Turm hin. Und so lang bleiben die da. Hier oben, die beschützen das, bis der hier fertig ist. Und dann baut er mir da noch einen Turm wieder hin. Könnt ihr Turm ein bisschen weiter hinten bauen? Damit die noch länger laufen müssen und auch weiter weg von ihrem eigentlichen Gebiet sind. Ah, mein Speer kann halt hier noch ein paar Gebiete erkunden, aber ich glaube, es ist relativ egal. Ja. Nee, der wird jetzt... Ah, oh, wobei. Komm, wir werten den auf. Und dann schicken wir ihn hier rüber. Und gucken uns mal an, was der da zu bieten hat, der Gegner. So, wir wollen bessere Häuser. Auch das ist eine... Auch dafür gibt es eine Lösung. Das heißt, jetzt wachse ich wieder. Und dieses Wachstum ist ja das Entscheidende. Jetzt Bevölkerung habe ich ein bisschen ober... ja, habe ich ein bisschen zu viel rein investiert. Aber das ist halt kein Problem. Das ist der eine Zivilist. Da ist der andere. Ich schicke den mal darüber. Achso, nee. Der macht erst das. Die werden übrigens erst keine Dorfbewohner mehr, wenn... Ach, man.
Axtkämpfer so ein Ding einzureißen, ist übel bad. Das ist ja gerade mein Vorteil. Dafür sind die Schildknappen halt besonders gut. So, der wird jetzt wieder zur Brauerei gehen, dann seid ihr eh wieder glücklicher. Verteidigungsturm steht. Ja. Silos haben uns vor der Rattenplage geschützt. Das Standardprozedere. Ich muss jetzt einen meiner Fischer kurz zu einem Dorfbewohner machen, damit der das Ding da reparieren kann. Habe jetzt Nahrungsmittel so gerade kein großes Plus, aber es ist ja auch Winter. Das ist auch mal okay. Bitte hier nochmal mehr Nahrung produzieren, aber gerade ist okay. Ich glaube, ich sollte meine Leute jetzt eher darauf verwenden, dass ich noch mehr Truppen kriege, weil Truppen halt einfach in der Phase des Games das Wichtigste sind. Aber das war eine weitere Folge. Gebt mir gerne Feedback in den Kommentaren. Und ansonsten kommt die nächste Folge am Dienstag und dann am Donnerstag.